So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Leffy. Das dürfte jetzt die sechste Episode, nee, Quatsch, die siebte Episode schon, oder? Ja, das Spiel hat sich mal wieder länger hingezogen, als ich dachte, wie es mir mit den meisten Spielen so geht. Wo waren wir denn beim letzten Mal? Ich weiß es schon nicht mehr. Es ist schon wieder mal ein paar Tage her. Ich bin nicht sehr viel zum Spielen gekommen und wenn ich gespielt habe, dann meistens Minion Masters, das mir aber ständig abstürzt. Und ich weiß nicht wieso. Ich weiß nicht wieso das ist mit meinem PC. Und es ist ja nicht nur bei diesem einen Spiel, sondern bei mehreren. Und ich meine, man kann es halt schwer rausfinden, wenn der PC einfach seinen Strom abschaltet und sich dann wieder neu startet, ohne irgendwas zu sagen, ohne einem irgendwie mitzuteilen, wo das Problem liegt. Dann kann man schwer rausfinden, woran so ein Fehler liegt. Ach ja, genau. Da mussten wir letztes Mal diesen Strom hier anschalten, um hier an dem Speicherpunkt, damit man auch an diesem Speicherpunkt hier speichern zu können. Und da hatten wir doch dann so eine, ja, so ein Energiedings da. Ich nenne das jetzt einfach mal Energiedings da. Dieses Teil da. Das hatten wir da unten irgendwo geholt, oder? Da sind wir doch, dazu sind wir irgendwo eine Treppe runtergegangen. Und ich nehme an, dort unten gibt es vielleicht noch einen weiteren Weg. Also falls irgendjemand von euch Erfahrungen mit plötzlichen Abstürzen bei Spielen hat, die immer so nach 20, 30 Minuten im Spiel auftreten und sich darin äußern, dass sie entweder verursachen sie einen Bluescreen und dann heißt es, der PC hat ein Problem festgestellt und muss heruntergefahren werden, oder es ist wirklich wie beim Stromausfall, dass der PC einfach sofort aus ist und sich gleich wieder neu startet. Muss ich da runterspringen? Es könnte sein, es könnte aber auch sein, dass ich jetzt total Mist baue. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Okay, ich weiß nicht, ob das wirklich so klug war. Ja doch, es muss wohl so sein. Ja, scheint wohl der richtige Weg gewesen zu sein. Jedenfalls wüsste ich jetzt auch keinen anderen und hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Nein, nein, daran würde ich mich erinnern, wenn wir hier schon mal gewesen wären. Ja, ich meine, ein paar Gräber. Immerhin, hier wurden Leute tatsächlich begraben und hier liegen nicht einfach nur die Knochen so rum. Also wer immer das hier angelegt hat, der hat zumindest noch ein gewisses Ordnungsbedürfnis. Pilze, naja, gut, sauber gemacht hat hier schon länger niemand mehr. Da liegen sie wieder so rum, die Knochen. Also echt jetzt, da hinten ist ein Friedhof. Genau hier ist ein Friedhof mit Gräbern und Kreuzen und so weiter. Wieso liegt jetzt hier das ganze Knochenzeug einfach so rum? Konnte das nicht mal bis darüber tragen und da vielleicht noch ein bisschen im Boden verscharren. Ah, verdammt, jetzt bin ich in einen von diesen scheiß Pilzen reingetreten. Wahrscheinlich müssen wir da irgendwie runter, aber jetzt schauen wir erst nochmal, was hier oben ist. Ja, noch mehr Leichen. Nochmal eine Menge Knochen. Also, ein bisschen übertrieben haben sie sie echt mit den ganzen Knochen, oder? So viele Minenarbeiter kann es hier nicht gegeben haben. Allein was in diesem Raum hier rumliegt. Und ich meine, es ist eine kleine Insel hier, glaube ich, wo wir sind. Also, so viele Menschen haben hier in 1000 Jahren nicht gelebt, die hier tot rumliegen. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Moment, das wollte ich. Ich kenne die Knöpfe, glaube ich, nicht mehr. Moment, was muss ich drücken, um. Ja, genau. Das habe ich eigentlich gerade schon gedrückt. X musste ich drücken. Auf dem Controller. Das hatte ich vorher schon gemacht, aber. Komischerweise hatte das Spiel da nicht reagiert. Na gut. Ja, hier auch wieder Leichen, 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 Knochen. Mehr ist jetzt hier nicht zu holen, glaube ich. Ich habe irgendwie Lust, diese Vase runterzuwerfen und das werde ich jetzt tun. Na, na, na. Ich will aber meine Kraft nicht einsetzen dazu. Ja, okay. Manchmal muss man gewisse Dinge einfach machen. Ja gut, jetzt muss ich wohl hier runterspringen. Ist dann schon das Nächste, was ich einfach machen muss. Auch wenn es nicht klug ist. Aber wir sind schon so oft irgendwo runtergesprungen in diesem Spiel hier. Obwohl es total dämlich war. Also können wir jetzt auch damit weitermachen. Da ist wieder was zu lesen. Hoffentlich mal eine Nachricht, die uns ein bisschen was. Ach, geh doch weg, du blödes Mistding. So. Hoffentlich mal eine Nachricht, die uns auch ein bisschen was verrät.
Thousands of years ago, it fell from the heavens in the form of a celestial body. It cried and it bled, but we kept it safe. No one should taste its fruit, for it belongs to no one of this realm. We are the keepers of the secret and forever will be. Okay, das ist jetzt tatsächlich mal ein bisschen informativ. Irgendwas ist vom Himmel gefallen. Und die Leute hier haben das, ja, beschützt oder bewacht. Wie auch immer. Das ist die erste sinnvolle Information, die wir seit langem... Also ich meine, ob es wirklich sinnvoll ist, wird sich herausstellen. Das kann ja auch bloß blödes Geschwätz sein. Aber zumindest mal so ein Anhaltspunkt. Bislang waren das immer nur wirre Worte, so wollte ich sagen. Also zumindest in den letzten 20, 30 Nachrichten, die wir gelesen haben. Die haben mich nicht wirklich weitergebracht. There is no going back now. Ach, sag bloß. Nachdem du ungefähr 20 Löcher gesprungen bist. Jetzt fällt dir auf, dass es kein Zurück gibt. No matter how hard I struggle, my sanity fades away. Ja, ja. Ja, bla 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 bla. Is there even a possibility that this woman was once my real mother? Hä? Was zum Teufel, wovon redest du? Welche Frau war deine Mutter? Irgendwie habe ich, glaube ich, was verpasst bei diesen ganzen Notizen. Ich meine, mir ist schon klar, wir sind hierher gekommen, um irgendwie nach unseren Ursprüngen zu suchen und so weiter. Und ja, da war mal von einer Frau die Rede. In verschiedenen Nachrichten und Schriftrollen und Notizen und so ein Zeug. Aber ich habe nie wirklich geblickt, dass das die Mutter von diesem Typen hier sein soll. Es war auch die Rede davon, dass diese Frau ganz viele Kinder getötet hat. Wobei ich bin mir nicht immer sicher, ob das dieselben Personen sind, von denen da die Rede ist. In den Nachrichten. Und ob das manchmal auch ganz verschiedene Leute sind. Was hat das jetzt hier gerade gemacht? Ah, okay. Okay. Wir sollten vielleicht irgendwas da hinstellen. Aber ich meine, da ist ja auch noch ein Gang. Zur Not wissen wir, dass wir da irgendwie was machen können. Aber jetzt schauen wir erstmal hier weiter. Joa. Komme ich jetzt hier nicht wieder zurück, wo ich gerade eben war? Wieder eine Menge Knochen. Da ist nochmal ein Gang. Da, wenn ich jetzt da zurückgehe, müsste ich doch wieder da sein, wo ich hier reingekommen bin. Nein. Moment mal, habe ich mich jetzt schon verlaufen nach den ersten 20 Schritten? Nee, da bin ich doch reingekommen, durch diese Tür hier. Okay. Wo habe ich mich denn... Ach, echt, jetzt an diese Fackel habe ich mich verletzt? Oh Mann. Okay, Energie, die brauche ich jetzt gerade nicht. Vielleicht später. Okay, hier scheint nicht sehr viel zu sein. Wir bräuchten irgendwas Schweres. Das ist ein Stein. Der sieht schwer aus. Moment, da waren wir noch gar nicht hier in diesem Gang, oder? Schauen wir erstmal, was hier so los ist. Ja, ja, ja. Ja, doch, hier war ich schon. Genau, da müssen wir wieder hin, hierher. Also zurück und... Nee, das ist kein richtiger Stein, keiner, den ich brauchen kann. Nee, das ist nur ein Tonkrug. Ich glaube, wir müssen schon einen Stein holen. Wo habe ich den jetzt liegen lassen? Oh, komm schon. Habe ich jetzt echt den Stein verloren? Da ist noch einer, aber das ist, glaube ich, nicht der, den wir gerade eben hatten. Aber was soll's. Das ist echt gar nicht so leicht in diesem Spiel hier wirklich was durch diese Gänge durchzutragen, weil es bleibt ja ständig hängen irgendwo. Ah, Mann. Oh, da liegt der Stein. Okay. Wo mussten wir jetzt nochmal? Müssen wir noch weiter in diese Richtung hier? Oh, ich hasse es, durch solche Gänge... solche Gänge durchzumüssen. Vor allem mit zum Stein, aber sonst auch. Nicht, weil sie so gruselig sind oder so, sondern weil ich einfach keinen Orientierungssinn habe. Wenn alles gleich aussieht.
Oh, toll. Toll. Ah, okay. Das Rätsel war leicht zu lösen. Kommen wir da durch? Nein. Gut. Dann wissen wir wenigstens, wo wir hin müssen. Und wir springen nochmal runter. Ganz große Klasse. Das hat uns ja bislang immer nur geholfen, wenn wir. Oh, jetzt bin ich auch noch in eine Fackel getreten. Okay, ich glaube, ich sichere mal kurz die Aufnahme. So, dann können wir auch gleich weitermachen. Gut, diese 10 Minuten haben wir schon mal. Ja, wie gesagt, ich bin einfach paranoid. Obwohl dieses Spiel hier stürzt nicht so oft ab. Das ist mir am Anfang mal passiert. Bei der zweiten oder dritten Episode. Aber seither läuft das eigentlich weitestgehend stabil. Also, das Spiel selbst läuft stabil und stürzt nicht ab. Mit der Aufnahme hatte ich ja trotzdem noch diverse Schwierigkeiten, aber das steht auf einem anderen Blatt. Dafür kann das Spiel nur mäßig was. Beim Minion Masters, mein Gott. Ah, der ist noch ein bisschen frischer als der Rest hier. Ja, ich habe da vorne schon wieder einen Felsen rumliegen sehen, deswegen nehme ich an, dass da bald wieder so ein Druckplattenrätsel kommt. Aber ich habe den Felsen jetzt trotzdem mal noch liegen lassen. Ich will ihn nicht unnütz hier rumschleifen. Ja, sieht schon wieder alles ziemlich gleich aus. Und ehrlich gesagt, also wisst ihr, irgendwann nutzt sich das ab mit diesen ganzen Knochen und so weiter. Ja, ich dachte irgendwie, hier wäre es an der Wand, aber das war bloß der Lichtschein, der da so komisch diesen Flecken erleuchtet hat. Ja, da ist auch nichts. Knochen, Knochen, Knochen. Und wahrscheinlich laufe ich jetzt schon wieder im Kreis. Jetzt biegen wir mal nicht da ab. Da ist wieder ein Stein, oder es ist derselbe Stein, ich weiß es nicht. Ah, je. Bislang habe ich noch nichts wirklich Beeindruckendes gefunden hier drin. Ja, das könnten wir mal nehmen. Das ist kein Schaden. Jetzt laufe ich ganz sicher im Kreis. Ja, hier war ich schon. Bei diesem Typen. Also das ist jedenfalls mal die eine Ecke dieses kleinen Labyrinths, das wir hier erkunden. Ah, hier. Hier können wir durch. Das habe ich vorhin übersehen und da ist die Druckplatte. Okay, jetzt müssen wir wieder zurück zum Stein finden. Weil ich nehme mal stark an, dass hier keiner rumliegt, oder? Nee, der Entwickler will schon, dass wir den durch die ganzen Gänge durchtragen. Weil das ja wahnsinnig spaßiges Gameplay ist. Was wäre das sonst für ein Spiel, wenn wir keine nervigen Arbeiten durchführen müssten, die absolut keinen Spaß machen. Gut, dann tragen wir halt wieder was durch die Gänge. Hier entlang, da entlang. Ja, natürlich bleiben wir da auch wieder hängen. Hier runter. Hier rüber. Ich hätte erstmal nachschauen sollen, was die Druckplatte eigentlich anrichtet, oder? Und was macht sie? Das hilft mir jetzt aber nicht so viel, wie ich dachte. Ja, da drüben irgendwas geöffnet, oder? Aber ich komme jetzt hier nicht weiter. Schauen wir noch mal kurz. Ja, was ist denn jetzt hier mit der Steuerung plötzlich los? Ja, da drüben öffnet sie eine Tür. Keine Ahnung, ich. Es scheint wirklich bloß die Tür zu öffnen und nichts zu verschließen oder so. Das heißt, wir können wahrscheinlich den Stein hier einfach liegen lassen. Ja, schon oben drauf, nicht daneben. Okay, das hilft uns jetzt nicht viel weiter. Wir müssen dann trotzdem immer noch den Weg finden. Ich meine, hier drüben hat es auch Druckplatten, aber ich habe jetzt hier, ich sehe jetzt hier keinen Stein auf der anderen Seite, den ich irgendwie für diese Platten benutzen könnte. Und durch diese Gitter durch werde ich ja nichts bekommen. Nee, ich kann hier nichts anvisieren, was ich irgendwie mit meinen Kräften
manipulieren könnte. Naja. Gut. Gehen wir wieder zurück und suchen wir weiter. Ja, das ist noch das, was mir am meisten Spaß macht, diese blöden Vasen kaputt zu machen. Puh. Ja, hier war ich auch schon. Das ist die Stelle, die vorhin schon so komisch erleuchtet war. Oder ich dachte, da wäre was. Oh. Hier ist doch irgendwas. Vielleicht sollten wir rennen. Ich bin in die falsche Richtung gerannt. Okay. Naja. Und ich bin festgehangen an irgend so einem blöden Dings da. Na, ich häng schon wieder fest. Ja, das war nicht sehr erfolgreich, was ich da getrieben habe. Und ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Und nochmal festgehangen an der Wand. Oh je. Das ist nicht die stärkste Performance, die ihr je in dem Spiel gesehen habt, wahrscheinlich. Trotzdem leben wir immer noch. Und ich habe keine Ahnung, wieso. Also schlechter kann man dieses Spiel hier eigentlich gar nicht spielen, als ich das gerade eben gemacht habe. Und doch sind wir am Leben. Ja, das meinte ich damit, als ich schon in früheren Episoden mal gesagt habe, so wahnsinnig gefährlich sind die Monster in diesem Spiel jetzt hier nicht. Doch. Ich glaube, jetzt werden wir doch mal sterben. Wenn man ihm natürlich direkt entgegenrennt, dem Monster. Das Problem ist, ich weiß jetzt halt auch nicht... okay, toll, Sackgasse. Ich weiß jetzt halt auch nicht, wo ich hin muss. Und jetzt hier den Weg zu suchen, ohne die mindeste Ahnung, ja... Ich bin hier ständig irgendwo festgehangen beim Weg durch diese Gänge und es lag teilweise an mir, aber teilweise auch am Spiel, weil das Spiel hängt halt wirklich oft bei Kleinigkeiten, die am Boden stehen, fest bei irgendwelchen Vasen oder so. Und irgendwie hat es auch nicht so wirklich drauf reagiert, wenn ich hier... das kann ich wieder einsammeln. Wenn ich hier meinen Trigger, den linken Trigger gedrückt habe, um zu sprinten. Vielleicht wäre es sogar mit Controller... das sind ja auch... Waren die schon die ganze Zeit da, diese Felsen? Hätte ich den überhaupt nicht hier rüber tragen müssen? Den einen von da hinten, den ich da mal geholt habe? Oh Mann. Das ist ein bisschen peinlich. Weil dann habe ich mich, vielleicht nicht ganz zu Unrecht, aber doch so ein bisschen zu Unrecht beschwert. Weil diese Strecke hier ist natürlich sehr viel kürzer. Gut, nehmen wir den Felsen wieder dahin. Obwohl ich noch immer nicht so wirklich weiß, was genau mir das bringt. Ja, wie gesagt, diese Tür da hinten, aber wie komme ich dahin? Gut, sollen wir irgendwie einen Plan schmieden, wie wir... Ich meine, hier rein wird sie nicht kommen. Diese komische Furie oder was das ist. Also wir könnten... notfalls muss ich doch zur Maus und Tastatur wechseln, weil da habe ich das Spiel irgendwie besser im Griff. Kann ich mich hier schneller drehen. Also so ist es mit Maus und Tastatur. Und so ist es halt mit dem Controller. Das macht schon einen Unterschied, wenn man sich hier schnell wenden will. Also ich muss dann eigentlich nur hier... Ja, von da... Genau, von da ist sie gekommen. Okay. Hierher. Hier rüber. Hier entlang und... Nein, ich bin schon wieder falsch. Jetzt hänge ich da schon wieder fest. Und sie ist natürlich genau hinter mir. Können mal hier entlang gehen und da entlang gehen. Und wenn ich jetzt mal nicht an jedem verdammten scheiß Türrahmen hängen bleiben würde. Ja, geh doch vorwärts. Okay. So, was jetzt? Das sollte übrigens keine Beschwerde sein, dass die Monster hier nicht so gefährlich sind. Das habe ich immer als sehr angenehm empfunden. Ich habe nämlich absolut keinen Bock, hier ständig getötet zu werden, während ich in einem Labyrinth nach dem Weg suchen muss. Also das finde ich immer ganz blöd bei solchen Horrorspielen. Wenn man nach dem Weg suchen muss, aber keine Gelegenheit dazu hat und dann immer wieder einfach auf gut Glück in irgendeinen Gang rennt und getötet wird, wieder auf gut Glück in irgendeinen Gang rennt, wieder getötet wird. Das finde ich einfach scheiße. Das mag ich absolut nicht. Manche Leute stehen da drauf. Ich bin keiner davon. Gut. Die schleicht wahrscheinlich hier immer noch durch die Gänge, nehme ich mal stark an.
Oh, ja. Und zurück. Jetzt geh doch nach vorn. Ja. Ja gut, ich meine, solange sie da vor der Tür steht, jetzt können wir uns die Frau wenigstens mal ein bisschen genauer anschauen. Hallo? Hallo? Ja, okay. Ja, wenn sie dahinter geht, wäre das ganz gut, weil ich glaube, wir müssen nach rechts rum. Tut sie aber nicht, sie bleibt einfach da stehen. Ja gut, was soll ich jetzt machen? Ich meine, so wirklich weglocken kann ich sie wahrscheinlich nicht. Ich kann höchstens... Ja, wahrscheinlich, na, vielleicht doch. Das Problem ist, wenn ich jetzt da rausgehe und dann irgendwie links rumgehe, um sie da nach links zu locken, ich finde dann wahrscheinlich nicht mehr wieder zurück. Also ich müsste dann links und dann irgendwie rechts rum und dann wieder auf diesen, um dann wieder auf diesen Weg da zurückzukommen. Ich weiß lieber, sie würde einfach von selbst nach links gehen. Aber sie bleibt da stehen. Weiter nach links geht's hier nicht. Ist da weiter links überhaupt noch was? Doch, doch, da war schon was. Da sind wir ja hergekommen, oder? Ja, klar. Also jetzt ist sie da. Ob das jetzt so klug war, weiß ich nicht. Hier ist ja gar nichts. Okay, das war scheiße. Ja, wo musste ich denn dann hin, wenn ich nicht da lang muss? Ja gut, dann sterben wir halt wieder, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber ich muss halt irgendwann mal rausfinden, wo ich eigentlich hin muss. Also sonst kommen wir hier nicht weiter. Wieso rennst du denn nicht? Der schleicht ja nur so vor sich hin, ich weiß nicht, warum er nicht schneller läuft. Ja, wahrscheinlich hätte ich mich heilen müssen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das wirklich einen Sinn hat. Ja, wahrscheinlich nicht. Ihr könnt ebenso gut nochmal spielen, diesen Abschnitt. Ich meine, jetzt hier viel Heilung zu verbrauchen. Ist ja nicht so, dass wir irgendwie Fortschritt gemacht hätten oder so. Deswegen will ich jetzt keine von diesen Heilflaschen verbrauchen. Für Moment, ich habe doch hier vorhin eine eingesammelt, oder? Bin ich doch vorhin durch irgendeinen Gang gegangen und da lag dann auf der linken Seite. Ja, genau, hier. Die will ich wieder einsammeln. Ich meine, ich werde schon da irgendwie lang gehen müssen, wo diese Frau auf uns wartet. Und ich nehme stark an, dass ich das hier mit diesem Stein auch... Ach, mein Gott. Ja. Also ich nehme schon an, dass ich das hier auch machen muss. Aber was jetzt? Ich dachte, ich müsste irgendwie diesen einen Gang entlang. Also den da rechts drüben. In dem Sinn, das erste Mal angreift. Aber den bin ich doch jetzt entlang gegangen. Ich glaube zumindest, dass ich den entlang gegangen bin. Und es hat aber nur dazu geführt, dass ich in der Sackgasse gelandet bin. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht ewig festhänge. Es gibt sonst keine interessante Episode. Notfalls muss ich schneiden und allein weiterspielen. Um euch das nicht zuzumuten. Aber ein bisschen müsst ihr jetzt hier schon noch gemeinsam mit mir durchhalten und festhängen. Ich suche jetzt noch mal ein bisschen ab, ob hier sonst noch irgendwas ist. Was es zu finden gibt, was ich übersehen haben könnte. Hier sind wir. Hier sind wir eingestiegen. Ja, da ist der andere Felsen. Und jetzt habe ich mich, glaube ich, mal wieder hoffnungslos verirrt. Ist nochmal ein Felsen? Okay, hier gibt es jede Menge Felsen. Die Frage ist, was soll ich mit denen anfangen? Ah, gibt es vielleicht irgendwo eine Stelle, an der ich die Felsen über... Ah, okay, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite von diesem Ding. Wenn ich da vorn hingehe, gibt es ja vielleicht eine Stelle, an der ich die Felsen irgendwie hier auf die andere Seite kriege und dann auf diese anderen Druckplatten da drüben.
Na gut, jetzt bin ich halt wieder bei der komischen Frau. Kam die jetzt aus einer anderen Seite? Weiß ich jetzt nicht so richtig, aber sie ist auf jeden Fall wieder genauso angepisst wie vorher. Okay, hier sind wir sicher. Aber kommen eben auch nicht weiter. Vielleicht wechsle ich wirklich mal kurz die Maus und Tastatur. Allerdings weiß ich da nicht, wo die Sprint-Taste ist. War das die Sprint-Taste? Ja, ich glaube, das ist die Sprint-Taste. Und wie ducke ich mich hier? Okay, das sind die üblichen Tasten. Da bin ich doch ein bisschen schneller und wendiger, um diese Frau hier zu entkommen. Hoffe ich zumindest mal. Weil meine Maus hängt hier auch irgendwie gerade eben fest. Also nicht im Spiel, sondern in der Wirklichkeit. Die hängt ja an so einer Kante. Ich muss mal kurz ein bisschen was verschieben. Naja, ob das jetzt wirklich besser ist. Naja. Und jetzt ist die Maus ausgefallen. Oh, ganz toll. Ganz toll. Das läuft mal wieder alles glatt bei mir. Also technisch bin ich wirklich super ausgerüstet. Okay, wahrscheinlich sollte ich schleichen. Ja, okay, die steht mitten auf dem Weg. Ja gut, was soll ich machen, wenn sie da steht? Was will das Spiel jetzt von mir? Na gut, jetzt kommt sie näher und da kann ich auch nicht viel machen. Ich muss aufhören, C zu drücken. C, da geht ja bloß so kurz in die Knie und steht dann gleich wieder auf. Ja, hier auf Control, auf Steuerung. Da bleibt er dauerhaft geduckt. Kann ich dir so einen Felsen an den Kopf werfen? Also ich meine, ich habe Superkräfte. Ich kann so einen Felsen einfach mit meinen Gedanken anheben. Da müsste ich dir doch irgendwas antun können, oder? Ist das nicht eigentlich ziemlich dämlich, dass ich vor dir wegrenne? Ich meine, ich bin mir sicher, dass ich dir nichts antun kann, weil sonst wäre es kein Horrorspiel mehr, aber ich meine mal realistisch betrachtet, wenn ich so einen Felsen einfach so hochheben kann. Einfach so, Moment. Jetzt weiß ich nicht, wo hier die Tasten sind dafür. Oh, okay. Ja, seht ihr? Wenn ich sowas machen kann, mit so einem Felsen, dann müsste ich auch mit dieser komischen Frau fertig werden. Ah, wieder falsche Taste. Oh, na toll. Ah, nein, jetzt hängt wieder meine Maus fest. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Oh, komm schon, jetzt hängt der Typ auch noch fest. Ach, das kann ja... Da hing jetzt wieder an irgendeinem kleinen Knochen oder so am Boden fest und hat sich nicht vorwärts bewegt. Meine Maus hing auch noch. Oh mein Gott, das ist ja gnadenlos schlecht, was ich hier abliefere. Es ist nicht allein meine Schuld, aber ich meine, gut, ich meine, ich habe... Nein, das ist nicht das, was ich machen will. Wie hebe ich denn das auf? Mit welcher Taste? Okay. Aber ich meine, dass ich so schlechtes Equipment habe und nichts funktioniert, ist natürlich auch irgendwie zumindest teilweise meine Schuld. Nicht so viel. Ach, scheiße, immer die falsche Taste. Na, rollen wir es einfach mal weiter. Okay. Ja. Also es hat jetzt nicht wahnsinnig viel... Wieso drücke ich immer C? Ich bin einfach gewohnt, dass C Crouch ist. Wobei Control jetzt auch keine ungewöhnliche Taste dafür ist. Na gut, sobald ich da lang gehe, kommt sie. So viel wissen wir von ihr. Aber ich meine, ich muss es ja starten, höchstwahrscheinlich. Und höchstwahrscheinlich muss ich auch da hinten irgendwas machen. Nee,
das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Kann ich doch irgendwie so einen Felsen mitnehmen und der einfach mal an den Kopf donnern? Und ich würde einfach mal gerne wissen, was dann passiert. Da ist einer. Einfach nur so aus Neugier. Ich glaube nicht, dass es wirklich was hilft, aber. Also ich bin mir fast sicher, dass das Spiel das nicht so vorgesehen hat. Wo bist du? Ist jetzt hinter mir? Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Da drüben ist eine Flasche mit Leben, habe ich gerade eben gesehen, mit Lebensenergie. Na komm schon. Aber jetzt hänge ich wieder irgendwo. Da hänge ich dran fest, an dieser Flasche, die auf dem Boden liegt. Also das ist echt nicht normal. So, jetzt können wir es mal ausprobieren. Oh Mann. Oh, ich kann sie tatsächlich ein bisschen zurückwerfen. Hätte ich gar nicht gedacht. Also es macht ja tatsächlich ein bisschen was aus, aber es hält sie nicht wirklich auf. Das ist mehr, als ich erwartet hätte, ehrlich gesagt, von dem Spiel. Ja, und er ist irgendwie erschöpft und rennt nicht mehr ordentlich. Und ich habe wieder die falsche Taste gedrückt, aber jetzt. Gut, jetzt sind wir hier in Sicherheit. Und wir haben das zumindest mal ausprobiert. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich das ist, was das Spiel von mir will. Oder dass ich diese Frau jetzt ständig mit irgendwelchen Felsen abwerfe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gedacht ist. Ich meine, wir können es tun, aber. Ja, irgendwie muss ich einen Felsen darüber kriegen. Sehen wir hier irgendwie einen. Ah, komm schon! Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ach, an dieser Fackel. An dieser verdammten Fackel. Irgendwie nehme ich an, müssen wir den Felsen da reinkriegen. Damit wir hier irgendwas öffnen können. Mit diesen Druckplatten. Da liegt ein Felsen. Da ist ein Gang, der dahinter führt. Und hier durch das Gitter bekommen wir aber nichts durch. Wir müssen schon irgendwie durch diese Tür da wahrscheinlich irgendwie nicht herein. Das heißt, aber irgendwie müssen wir dann schon, wir müssen schon hier vorbei den Felsen mitnehmen und da lang. Aber da hinten war doch nichts, oder? Da bin ich schon mal lang gegangen und habe nichts gefunden. Ach. Ja, ich höre sie schon, die ist gleich hier um die Ecke wahrscheinlich. Oder um eine andere Ecke. Ja, sie ist hier. Schleichen wir jetzt einfach mal vorbei. In der Hoffnung, dass sie uns nicht so schnell bemerkt. Also hier ist dieser Stein. Zumindest habe ich jetzt ein bisschen Orientierung. Aber genau hier waren wir schon. Und hier gibt es keinen Weg, der weiter nach hinten führt. Das ist genau die Stelle, an der wir vorhin schon waren. Und an der wir absolut nicht weiterkommen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Da ist die Tür, durch die wir eigentlich müssten. Ich sehe jetzt auch nichts, was wir von hier aus irgendwie bedienen könnten oder so. Da sind die Druckplatten. Eine, zwei. Es gibt hier nichts, keine Lücke oder so, durch die ich einen Stein durchbekommen könnte. Wo habe ich jetzt den Stein hingelegt? Ach, da. Ach, doch, hier. Ich Idiot. Da oben. Nein, ah, verdammt nochmal. Spiel auf. Ja, jetzt liegt er drüben.
Okay, das können wir dann auch von der anderen Seite aus machen. Das Feintuning von dem sicheren Raum aus. Das müssen wir jetzt nicht hier machen. Oh. War das hier vorher auch schon verschlossen? Das Gefühl, dass sie gleich hinter dieser Ecke ist. Nein. Okay, das ist doch jetzt schon mal so ein bisschen was für Fortschritt. Ich muss jetzt nur den Stein finden. Da ist er. Und jetzt muss ich den... Nein, 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 nicht weg, nicht weghauen. Ein bisschen weiter nach vorn vielleicht. Ein bisschen... Willst du mich verarschen oder was? Ah, fuck you. Nein, nein, nein. Ich kann es nicht so regulieren, dass er... Was hat er denn jetzt geöffnet oder geschlossen? Drückt er die Platte noch oder nicht? Ich glaube, er hat sie schon noch runtergedrückt, aber... Nee. Konnten die Entwickler das nicht irgendwie besser machen? Die Druckplatte vielleicht hier so direkt an die Tür ran, dass ich den Stein einfach fallen lassen kann? Nein! Nein! Aber Moment, es gab doch noch einen Knopf, da konnte ich doch irgendwie die Weite einstellen, oder? Ich weiß jetzt natürlich nicht... Ah, okay, genau. Den gibt es tatsächlich. Am Controller weiß ich auch, wo der ist. Leider weiß ich das... Nein, nein, nein. Ich Idiot. Leider weiß ich das eben in der Tastatur nicht. So, so. Dann ist es eigentlich ganz einfach. Muss ich einfach noch mal kurz den Controller holen. Jetzt ist hier irgendwas aufgegangen, ich weiß aber nicht was. Also irgendwas hat sich verändert. Aber nichts an diesem Raum hier. Und auch nichts am Raum nebenan. Zumindest kann ich nichts sehen. Ich konnte ja aber hören, dass da irgendwas ist. Hier ist nochmal eine Druckplatte, deswegen nehme ich stark an, dass wir nochmal irgendwie den Stein holen und über dieses Dings darüber werfen müssen, da drüben. Da hinten. Über dieses Gitter. Ja, wo kriege ich jetzt einen Stein her? Also erstmal Stein holen ist jetzt die erste Sache. Ich glaube, da lag einer hier in diesem Raum, oder? Ja. Fuck. Das war ein Geräusch. Das könnte sie gehört haben. Sie ist ganz in der Nähe irgendwo. War noch gleich das Gitter? Da, okay. Da geht's rüber. Ach, komm schon. Du Scheißstein. Okay. Jetzt wieder zurück. Das können wir nämlich von hinten aus alles besser regeln. Oh Scheiße, oh Scheiße. Jetzt bitte nicht sterben. Runter, runter, runter und durch. Okay. Okay. So. Da ist der andere Stein. Na komm schon. Ah, toll. Ich hab mich da auch noch verbrannt.
Was? Wo zur Hölle habe ich mich jetzt schon wieder verletzt? Ständig verletzt man sich an irgendeinem Scheiß in diesem... Woran? Woran habe ich mich hier verletzt? Ich stehe mitten zwischen zwei Fackeln. Was genau hat mich jetzt hier... Was denn? Was kann mir hier bitte schön wehtun? Verdammt nochmal. Okay, kriege ich den Stein jetzt irgendwie noch darüber? Ohne vielleicht in die Fackel rein zu... Was? Was verletzt mich denn hier? Achso, es ist vielleicht... Moment mal, schnell. Wenn wir jetzt vielleicht mal das hier nehmen und das hier. Es ist vielleicht, weil die Kraft aufgebraucht war und ich versucht habe, diesen Stein zu halten. Hat das damit zu tun? Jetzt muss ich mal wieder kurz beim Controller ein bisschen nachhelfen. So. Ah, okay. Okay, jetzt können wir hier durch. Und ich hoffe mal, dass die Frau mir hier nicht nach kann. Und ich hoffe auch mal, dass jetzt hier bald mal ein Speicherpunkt kommt. Weil jetzt noch zu sterben und das Ganze nochmal wieder zu wiederholen, das wäre richtig scheiße. Das war bislang die schwerste Stelle hier im Spiel, würde ich sagen. Ja gut, das hätte ich jetzt auch ohne Kräfte benutzen können, dieses Ding hier. Okay, Speicherpunkt. Wie wär's mit Speicherpunkt? Okay, es speichert und dann werde ich nochmal die Aufnahme kurz sichern. Okay. Ich habe jetzt gerade eben entdeckt, dass wir eigentlich schon genug Material haben für diese Episode hier, aber ich würde sagen, zumindest diese kleine Notiz hier, die schauen wir uns jetzt noch an. Und vielleicht schauen wir da nochmal kurz den Gang entlang, weil ich jetzt sowieso die Aufnahme nochmal gestartet habe. Also insofern, oh, okay, das ist eine lange Notiz. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt hier alles vorlesen werde. Das geht hier irgendwie um Hades, einen Zypressenbaum und dann bla bla bla. Okay, und die Seelen, die da irgendwie hinabsteigen. Ja, und dann eine Quelle mit dem Namen Lethe oder Lethe. Okay, und da soll man weiter runtersteigen, wenn man an diese Quelle kommt. Und dann kommt man an eine andere Quelle. Den Pool of Memory. Und da muss man dann diesen Spruch da aufsagen. I am the son of earth and starry heaven. But of heaven is my birth. This you know yourself. Wieso sprechen wir dann eigentlich Englisch mit den Leuten? Müssen wir dann nicht Griechisch sprechen? Egal. I am parched with thirst and perishing. Give me quickly chill water flowing from the pool of memory. Und dann lassen uns die Leute anscheinend dieses Wasser trinken. Und dann werden wir ganz viele Geheimnisse in uns aufsaugen, anscheinend mit jedem Tropfen der Flüssigkeit. Und dann werden wir den Göttern Gesellschaft leisten können. Will ich das wirklich? Das war doch nicht mein Ziel, oder? Mein Ziel dieser Reise hier, das war doch eigentlich nur mal zu schauen, was so mit meiner Familie abläuft. Oder eben meine Herkunft zu erforschen. Ich glaube nicht, dass wir das Ziel hatten, zu Göttern zu werden. Wobei, ich meine, jetzt haben wir schon übersinnliche Kräfte, da können wir eigentlich auch schon den vollen Weg gehen. Bis zum Gott. Ah, kann ich jetzt... Wir haben übermenschliche Kräfte, aber wir hängen trotzdem an jede Kleinigkeit fest, die am Boden liegt. Da, über diese Flaschen kann man nicht weggehen. Es geht nicht. Das sind vielleicht auch übersinnliche Flaschen, die haben vielleicht auch... ja... Komm schon. Ja, okay, wir haben es eingesammelt. Oh, mein Gott. Ja, ich kann es mir nicht anders klären. Die Flaschen müssen irgendwie auch übersinnliche Kräfte haben.
Nur deswegen können sie es mit uns aufnehmen. Okay, diesen Gang gehen jetzt wirklich noch entlang. Es würde auch nichts machen, wenn dieses Spiel hier sich nicht mehr über noch weitere 10 Episoden hinzieht. Dann machen wir halt heute mal ein bisschen länger. Wirklich nur ein bisschen. Beim nächsten Speicherpunkt spätestens ist hier Schluss. Oh mein Gott, schon wieder so eine lange Notiz. Da geht es jetzt wieder um eine Frau. Ja, die schreit. Gebrochener Kiefer. Ja, Jacob dragged her closer and onto her feet. Ja, es geht jetzt wieder um Jacob. Ja, und er lächelt, während er ihr irgendwas antut. Was genau, wissen wir jetzt nicht so richtig. Okay, hat er sie verbrannt? Ja, es ist wieder so eine nichtssagende Notiz. Also sie sagt schon ein bisschen was aus, aber ich meine, dass dieser Jacob ein ziemlicher Arsch ist und irgendeiner Frau ziemlich viel angetan hat, das wussten wir vorher auch schon. Das bringt uns nicht so wirklich weiter. Ob er sie da jetzt wirklich verbrannt hat, also es war irgendwie von Öl die Rede, dass er anscheinend über sie gegossen hat. Deswegen dachte ich, da kommen wir jetzt tatsächlich durch, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Gut, dann trinken wir jetzt erst nochmal hier diese Flasche und nehmen die hier auf. Na, okay, jetzt. Auf der linken Seite ist nichts. Nein. Da unten ist wohl auch nichts. Nee, da könnten wir höchstens Selbstmord begehen. Was ehrlich gesagt in unserer jetzigen Situation eigentlich nicht die schlechteste Lösung wäre. Soll ich da gleich jetzt drüber springen oder soll ich erst nochmal dann Abstecher rüber wagen? Ach, schauen wir einfach mal, was hier vor uns liegt. Na, komm schon. Notiz. Und das hier, was auch immer das ist. Okay. Okay, die eine Hälfte konnten wir da einsetzen, die andere Hälfte wird wahrscheinlich da drüben irgendwo liegen. Notiz. Ach, komm schon. I was filled with joy when the professor informed me that both mother and child were safe. But this feeling did not last, because in my despair I had signed everything that was placed in front of me, and it was too late when I finally realized that my newborn son was supposed to become his... Okay, ich glaube, jetzt geht's wieder um die Sache mit dem Kind und dem Doktor, was wir vorhin auch mal gelesen haben, dass er dieses Kind irgendwie gerettet hat und dann aber für Versuche benutzt hat, und das ist jetzt wahrscheinlich die Sicht des Vaters? Aber wenn er der Vater wäre, würde er dann wirklich Mother and Child sagen? Dann würde er das irgendwie seine Frau sagen. Würde er sagen, my wife and my child. Ich weiß nicht, wer dann dieser Typ hier ist. Aber anscheinend hat dieser Typ hier alles unterschrieben, was der Arzt ihm gebracht hat. Und hat dann irgendwie das Kind verkauft oder so. Ja doch, my son's plea for help pierced my mind and clouded my thoughts. Also es muss doch wirklich sein Kind sein. Dann ist es aber schlecht geschrieben, oder? Das würde der Vater so nicht sagen. Both mother and child were safe. So spricht man doch nicht über seine eigene Frau. Oder vielleicht auch nicht seine Frau, aber wenigstens die Mutter seines Kindes. Gut, schauen wir mal hier weiter. Noch mehr Notizen. Oh mein Gott, jetzt übertreiben sie es aber wieder. So viele Notizen hintereinander, das muss echt nicht sein. Sollen wir mal hier... Ja, ich meine, wir können uns ebenso gut heilen. Da sind jetzt so viele Heilungsdinger. Wobei, die liegen vielleicht auch nicht ohne Grund hier rum. Vielleicht kommt da gleich was ganz Furchtbares. Ja doch, trinken wir mal eins. Das andere lassen wir liegen. Müssen wir ja sowieso... Meine Fresse. So viel Text. My dear colleague, once again I'm writing you to express my deepest
admiration for everything that you have offered our society. Many people were saved by your research, while others endured less suffering than they would have otherwise. Being the only doctor in this close community has never been as difficult. Every day is a struggle between science and morality, like a child in an endless playground. I treasure our correspondence and I have utmost appreciation. Bla 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 bla. Was ist das für ein Scheiß? Das ist doch völlig unnützes Schwätz. Das serviert der Entwickler und so viele Texte, die absolut nichts aussagen. Okay. Ja, da geht es jetzt wieder um irgendwelche komischen Vorfälle in der Mine. Okay, und um eine Felsformation. Nachdem sie die gefunden haben, dann wurden die Leute irgendwie gewalttätig. Das ist jetzt eine wertvolle Information, aber diese ganzen zwei ersten Absätze da, oder drei ersten Absätze, die jetzt eigentlich nicht gebraucht. Ja, wollte irgendwie Proben holen und wahrscheinlich war das dann der Untergang. Oder sein Tod zumindest, würde ich mal vermuten. Ja, also so viele Notizen. Da ist schon wieder eine Notiz, oder? Ah, das ist echt zu viel. Das ist echt zu viel auf einmal, Leute. Zu viel Text auf einmal. Oh mein Gott. Okay, das ist wieder Dr. Rosenberg. Redet von irgendeinem Tor, das er öffnen will, wahrscheinlich das da vorne. Und da hinten soll es irgendwas sehr Mächtiges geben. Aha, ein Portal in eine andere Welt. Oder auch was ganz anderes. Also so genau weiß ich es auch nicht. Zur Erleuchtung. Oder zum ewigen Leben. Naja. Okay, er weiß nicht genau, was die Tür öffnen kann, aber nimmt an, dass es sogar ein menschliches Wesen sein könnte. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja. Und er wird weiter forschen und bla bla bla. Oh nein, nicht schon wieder. Okay. Sind wir schon wieder gefangen genommen worden? Ist das Dr. Rosenberg? Und das ist jetzt diese komische Frau. Okay, jetzt haben wir anscheinend nur noch einen Feind. Und das ist, ja, die Frau ist wohl unsere Mutter. Ich habe jetzt gerade eine Errungenschaft bekommen, Motherly Love. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht gesehen. Wieso tötet sie uns jetzt nicht? Beim letzten Mal hat sie uns getötet, als wir begegnet sind. Da hat sie uns nicht besonders geliebt. Ja, schön. Und es wurde wieder gespeichert. Jetzt weiß ich nicht so richtig, sollen wir die Aufnahme hier beenden? Ich wüsste jetzt schon noch gar nicht, wir haben jetzt dieses Ding da eingesammelt, oder? Mit dem wir das Tor öffnen können. Glaube ich zumindest. Wir können hier nochmal kurz was trinken und das hier mitnehmen. Ich würde jetzt schon nochmal gerne in dieser Episode hier erforschen, ob wir dieses Tor jetzt wirklich öffnen können. Wenn nicht, dann beenden wir diese Episode hier. Und wenn doch, dann weiß ich noch nicht, dann beenden wir die Episode, glaube ich, auch. Aber vielleicht ist dann auch schon das Spiel beendet. Könnte ich mir gut vorstellen. Nee, es tut sich nichts. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir diese Episode hier. Hat ja gerade eben erst gespeichert. Das können wir jetzt durchaus wegwerfen, diese paar Schritte, die wir hier gegangen sind. Gut, dann erforschen wir nächstes Mal, wie wir hier weiterkommen. Und ich würde sagen, tschüss und hoffentlich bis bald. Euer Grimdor. Oh, verdammt, doch noch nicht tschüss.
Ich habe gerade eben herausgefunden, dass wir hier einfach diese Dinger drehen können. Mit unseren Kräften. Und wahrscheinlich müssen wir hier einfach nur irgendwas richtig ausrichten. Aber ich weiß halt nicht wie. Oh, es hat anscheinend funktioniert. Okay. Ich hoffe, das nimmt jetzt auch wirklich auf. Sonst wäre das jetzt ziemlich dumm gelaufen. Gut, das ist dann wohl das Portal in die andere Welt, oder? Ja, das war's dann. Okay, und wir wissen nicht, was hinter diesem Tor ist. Das war's jetzt. Das war's. Luffy Episode 1 und wie gesagt, das zweite hat's nie gegeben. Also wir werden mit diesem Ende hier leben müssen. Ja, das ist alles. Ich schaue nochmal, ob das jetzt wirklich aufnimmt gerade eben. Tut mir leid, wenn ich euch jetzt damit den Ton abgedreht habe. Das habe ich wahrscheinlich. Ja, aber die Aufnahme läuft immerhin. Ja, ich bin mit Alt-Tab raus und dann ist der Ton abgebrochen. Ja gut, sollen wir uns jetzt hier noch die Credits wirklich anschauen oder können wir es irgendwie ein bisschen... Ah. Ich weiß nicht, ich meine, die Episode ist eigentlich lang genug und ich glaube nicht, dass da jetzt noch irgendwas kommt am Ende der Credits, ehrlich gesagt. Kann es mir nicht so richtig vorstellen. Aber wenn wir schon hier sind, können wir ebenso gut warten. Na komm schon. Ja, solange das hier weitergeht, soll ich noch irgendwas zum Spiel sagen, so insgesamt? Aber ich meine, ich habe das Spiel gesehen, wenn ihr jetzt hier angekommen seid. Da braucht ihr jetzt eigentlich nicht mehr meine Meinung dazu. Ich habe mich jetzt auch schon ganz bequem zurückgelehnt hier im Stuhl, wie ihr vielleicht gehört habt, am Knarren. Tja. Ich meine, es war schon ganz okay. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass da so viele Leute dran mitgearbeitet haben. Es war schon okay. Es kostet 14 Euro. Ja, ich meine, das kosten andere Horrorspiele auch zum Teil, aber ja, so richtig toll ist es dann auch wieder nicht. Es ist okay. Es ist okay, aber am Anfang war es besser als dann nach hinten raus. Also da wurden mir dann die Notizen zu wirr. Ja, seht ihr, da kommt nichts. Da wurden mir dann die Notizen zu wirr. Die Gänge, das hat sich alles ein bisschen zu sehr wiederholt. Das ist ein bisschen schade. Also die ersten paar Stunden waren noch ganz gut. Dann kam noch das mit den Superkräften dazu, das fand ich dann auch nochmal ganz cool, aber dann kam nicht mehr so viel. Also dann ging es eigentlich langsam bergab für mich. War okay, aber jetzt kein Superspiel. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir das hier. Das war's dann mit Luffy, die letzte Episode. Dann tschüss und bis bald bei einem anderen Spiel, euer Grimnor.